brisant könnte er sein, der Überraschungskandidat in dieser Meistergruppe, nämlich der TSV Hartberg, der ja überraschend es geschafft hat, eben in die Meistergruppe einzuziehen. Und interessanter Zuhörer und Zuseher bisher war der Trainer der Hartberger, Markus Schopp, den begrüße ich jetzt sehr herzlich in Graz. Hallo Markus. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Wie groß ist die Freude, dass es übermorgen für euch, für die Hartberger weitergeht? Ja, wie schon gehört und auch von den anderen Teilnehmern schon bestätigt. Wir haben lange darauf hinarbeiten müssen und freuen uns jetzt natürlich sehr, dass es losgeht. Natürlich speziell wir Hartberger, weil wir, glaube ich, einen ganz tollen Herbst gespielt haben und jetzt dann natürlich das Ganze vollenden wollen. Markus, Sie haben natürlich auch die deutsche Bundesliga beobachtet mit den Spielen zuletzt ohne Publikum. Welche Erkenntnis haben Sie da gewonnen? Auch was vielleicht die spielerische Qualität betrifft, auch was vielleicht das Verhalten der Spieler betrifft, Stichwort Aggressivität, Emotion? Ja, klar, es sind viele Dinge gewöhnungsbedürftig, aber wir brauchen jetzt gar nicht nach Deutschland schauen. Wir haben jetzt am letzten Wochenende das Spiel von Salzburg gesehen gegen Lustenau. Ich glaube, dass es ganz einfach ganz wichtig ist, das an die Umstände zu gewöhnen, nämlich an die Umstände, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Das ist ganz einfach ein Kompromiss, den wir alle eingegangen sind. Und die Mannschaften, die mit diesen Umständen nachher besser umgehen werden, die werden am Ende nachher auch diese Resultate so gestalten können, dass sie für sie positiv sind. Wie schmerzhaft ist es eigentlich, dass Sie mit den Hartbergern den größten Erfolg in der Clubgeschichte der Oststeirer ohne Zuseher begehen müssen? Ist für uns genauso bitter wie für alle anderen. Klar ist es, habe ich zuvor schon gesagt, wir haben einen ganz tollen Herbst gespielt. Für uns ist die Teilnahme in der Meistergruppe natürlich ganz was Besonderes. Und wir wollen uns das auch nicht nehmen lassen. Also wir freuen uns extrem auf diese Spiele. Wir wissen, was es heißt, in dieser Gruppe zu bestehen. Aber niemand hätte uns zugetraut, in die Meistergruppe zu kommen. Genauso sehe ich die Situation jetzt. Wir wollen ganz einfach sehr mutig sein und wollen einfach eine Mannschaft sein, die sich das sehr, sehr gut präsentiert. Ja, und Hartberg, Sie spielen ja ausgerechnet am Mittwoch in Pasching gegen den LASK. Wir haben heute schon über den LASK gesprochen. Wie werden Sie da den Linzern gegenübertreten, vor allem auch dem gegnerischen Trainer Valerie Ismail? Ja, ich glaube, dass heute extrem viel schon über den LASK gesprochen worden ist. Klar ist das auch für uns immer wieder ein Thema gewesen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es am Mittwoch gegen den LASK geht und der LASK möchte alle 10 Spiele gewinnen. Wir sind die erste Mannschaft, die jetzt dann gegen den LASK antreten kann. Schauen wir, wie weit sie wirklich vorne sind. Wir hoffen natürlich mit unseren Möglichkeiten, das Maximum aus uns herauszuholen und das Leben jedem Einzelnen schwer zu machen, aber vor allem auch dem LASK in der ersten Runde. Aber ich meine auch abseits des Spielfeldes, Kontaktaufnahme wie normal oder anders? Naja, das ist ja aufgrund der ganzen Begebenheiten jetzt dann sowieso sehr, sehr eingeschränkt. Klar ist es, haben wir vorher auch schon gehört, das war ein ganz extremes Foul vom LASK. Der Fairplay-Gedanke ist ganz einfach da mit Füßen getreten worden. Und ich glaube, dass da einfach auch die Aktionen, die nachher dort in Linz vonstatten gehen werden, auch natürlich eine gewisse Abfolge von dem sein werden, was da passiert ist. Markus, dann sage ich besten Dank.